guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich bräuchte ich jetzt nur sagen, ja, sie hat recht, aber vielleicht sage ich ein bisschen mehr, damit Sie auch wissen, warum ich hier bin. Also als Gesundheitssenatorin bin ich nicht im Aufsichtsrat der Charité und auch fachlich nicht für die Charité sozusagen zuständig, was aber mich nicht daran hindert, hier zu sein, um meine Unterstützung für den Streik zum Ausdruck zu bringen, weil ich finde, erstmal nehmen Sie Ihr Recht wahr, das finde ich völlig in Ordnung. Zweitens haben Sie ein Recht, sozusagen für gute Arbeit gutes Geld zu bekommen. Und drittens ist es wirklich die längste Zeit, man kann es überhaupt nicht akzeptieren, den tariflosen Zustand, den wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben. Deshalb finde ich es richtig. Der Senat ist nun nicht Tarifpartei, sondern Tarifparteien sind die Unternehmen und die Gewerkschaft. Und dass Sie sozusagen hier Druck machen, das kann den ganzen Anliegen nur nützen. Vielleicht erzähle ich, was ist politisch getan worden, weil Sie haben ja zu Recht gesagt, das kann man politisch nicht akzeptieren. Also die Linke im Abgeordnetenhaus und noch im Senat setzt sich schon seit sehr langer Zeit dafür ein, dass die CFM zurückgeholt wird als 100% die Tochter der Charité. Das passieren kann zum Ende 2012, muss die entsprechende vertragliche Erklärung Ende diesen Jahres abgegeben werden. Dafür setzen wir uns in der Fraktion und auch im Senat ein. Wir können es allerdings sozusagen nicht selber machen, weil Gesellschafter und Fachsenator sind vom größeren Koalitionspartner. Aber die wissen sehr genau, dass wir das machen und dass wir es im Auge haben. Das Zweite, was ich Ihnen sagen wollte, apropos 57, es liegt sozusagen unterschriftsreif vor, die Verordnung, um den Mindestlohn auf 8,50 Euro anzuheben. Allein, es ist bisher noch nicht auf die Tagesordnung des Senats gelangt, weil die Tagesordnung des Senats macht der regierende Bürgermeister. Also, was will ich sagen? Ich finde es richtig, dass Sie hier streiken und ich finde es auch richtig, sozusagen für die Linke, ich bin ja auch stellvertretende Landesvorsitzende, zu erklären, dass wir uns mit Ihnen solidarisieren. Das ist eigentlich der Grund, warum ich hergekommen bin und wir können uns gerne sozusagen noch bilateral ein bisschen sprechen, weil ich wollte Ihnen jetzt hier eigentlich keine lange Rede halten. Vielen Dank.